Ja, hallo meine liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ich würde gerade sagen Tomb Raider. Medieval, ja, sind ja letztes Mal bei dem Rätsel stehen geblieben. Ich habe es jetzt mal offscreen gemacht und ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das geschafft habe. Frag mich bloß nicht, ich müsste im Internet suchen. Weil, keine Ahnung. Irgendwie, ich bin einfach durch die Gegend, habe verschiedene Körper ausprobiert und dann, bam, habe ich es irgendwie geschafft. So, wie man hier sieht, die dunklen Schattendämonen werden jetzt befreit. Die sie sich auch anhören. So, gleich noch dazu würde ich mir lieber das Schwert ausrüsten, gerade deswegen. So, einmal gibt es hier den Seelenkelch, der ist aber noch nicht gefüllt. Den können wir jetzt aber gleich sogar füllen. Und zwar, ihr werdet sehen. Erstmal hier. Einfach doch, ich dachte, ich müsste mal springen. Und zwar. Also kurz zusammengefasst, wir haben jetzt die Schattendämonen, also was? Die Schattendämonen sind jetzt wieder über dem Land und das alles dank mir. Die einzigste zerstörerischste Kreatur in der Geschichte der Welt. Also die Schattendämonen sind die zerstörerischsten Kreaturen auf der Welt. Und gehen jetzt zu den Ruinen von König Peregrins Schloss. Galomir ist verflucht. Und so, ja, das sieht man sie. Er scheint immer mit so einem komischen Blaulicht. Funkelnden Funken oder wie auch immer. Und geben jetzt Prozente für den Seelenkelch. Und wie man sieht, hier ist der Ausgang, da kommen wir jetzt aber noch nicht raus. Ich sehe gerade gar nichts. Und jetzt öffnet sich der Ausgang. Öffnet sich der Ausgang, ja. Und wir haben schon 17% vom Seelenkelch. Oh, direkt Ärger. Okay, der eine ist dahin aus irgendeinem Grund in die Ecke gegangen. Und den habe ich auch erledigt. Stimmt, Mensch. Ich hab schon einen gesehen gerade. Da läuft der kaputt. Tatsache wagt es sich sofort zu laufen. Und ich hab gleich was von denen. So, jetzt einmal erscheinen die im ganzen Level hier einmal. So, wie man sieht, hier noch einer. Und so kann man sich den Seelenkelch füllen. Und hier ist noch der Shop. Da hat sich jetzt auch, da kann man jetzt auch hinein. Also darauf kann man jetzt auch zugreifen. Was ich jetzt aber nicht brauche, was ich aber brauche, ist unbedingt ein Schild.
Ach, ich habe. Ach, das kostet 120 Gold. Ich dachte, das ist 60 Gold. Das ist doch so wenig kosten sollen, aber. Aber ich habe die falschen Zahlen gewirkt. So, hier ist schon mal kein Schattendämon. Das weiß ich. Ja, ich habe nämlich offline schon ein bisschen gespielt. Einfach instant attackieren. So, der ist gestorben und ich habe ein Leben verloren. Ein ganzes. Aber was soll jetzt hier oben? Also hier ist ordentlich meine Verstecker. Also wenn wir wieder zurück sind, zurückkommen. Muss man noch Papier. Nee, ich glaube, das spawnt doch keiner. Aber auf jeden Fall hole ich mir das Lebensbrunnen hier mit. Lebensbrunnen hier mit. Den hol ich mir auf jeden Fall mit. Und wirst du schon mal gleich die Armbrust mit Feuerschuss aus. Sehr gleich sehen, warum. Werde die ja gleich sehen, warum. Und zwar gibt's. Warte, was ist? Hier einmal der Weg. Und zwar, man kann doch nicht einfach so vorbei. Denn wir brauchen hier, wie man sieht, den Talisman. Und den haben wir hier unten ja in der Katakomben gerade eben eingesammelt. Was ist denn Katakomben? Unten, wo wir gerade waren. Das Rätsel zu lösen. So, und hier kommt noch einmal der Kampf. Ja, und man muss auch laufen. Mein Gott, lauf doch. Ja, ich weiß nicht, ich bin ja so. Aber erstmal ein Phoenix gebracht. Zu guter Letzt den Kollegen. So, jetzt könnte ich mir. Oh, nur 25 Schuss. Das heißt, ich müsste mir gleich Bogen kaufen wieder. Feuerbogen. Oder Bogen mit Feuerfallen. Ja, das war eigentlich auch schon der Kampf. Und hier gibt es eine nette Stelle. Hier gibt es nämlich zwei ganze Lebensbrunnen. Obwohl, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen besser mit dem Kampf getan. Jetzt war ich glaube ich ein bisschen besser im Kampf sogar. Ich brauche den zweiten eigentlich im Prinzip gar nicht. Ich wollte nur was austesten. Wenn man hier runterfällt, stirbt man dann direkt instant oder wie? Ich mache jetzt mal Save State. Okay, man ist vielleicht tot. Okay, ich brauche doch den zweiten Lebensbrunnen. Aber gut, dass der Daniel immer als so einen Warnschritt macht. Ich sag dann, oh, Achtung, hier geht's runter. Wie sterbe ich? Und wenn er gerade gesehen hat, der wird ja nicht direkt runter einfach. So, also wie ein. Wie ein, sondern so wie ein Lemming. Und ich.
Okay, das weiß ich mit Absicht. Und nochmal zum Lebensbrunnen. Gott, dass ich hier einen Lebensbrunnen habe. So, das ist ausgenutzt. Na gut, hier gibt es nochmal Energy-Flaschen, also Energy-Tränke. Und da kommt direkt der nächste Gegner. Ja, und der Seelenkelch kann jetzt eingesammelt werden. Aber wir müssen nachher noch ein zweites Mal in das Level hier hinein direkt. Denn nämlich da hinten gibt es ja noch was, wie man sieht. Oh, ich bin gerade gut gesprungen noch. Kurz Timing springen. Oder was sind die Ziele treffen? Okay, das dachte ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung, das ist ein bisschen schlecht angestellt. So, und dann geht es hier noch einmal hinunter. Und der Seelenkelch kann auch gesammelt werden. Übrigens, kleiner Spoiler, hier gibt es zwei Seelenkelche, die man sammeln kann. Mehr sage ich jetzt nicht. Und dann hier einmal hinein. Und hier direkt zum Ausgang. Hallo. Ich hab mal zum Ausgang, ich brauche jetzt nicht zu töten. Und zwar gibt es das nächste jetzt. Ich weiß aber nicht, was das nächste sein wird. Hoffentlich das magische wird, aber nee. Ich glaube, da ist noch einer dazwischen. Ein Tipp ist noch, glaube ich, inzwischen ein Held. Glaube ich mal zumindest. Oder muss ich da noch ein bisschen Kelche einsammeln gehen? Ich check mal noch, ob ich. Okay, der hat nichts für mich momentan. Bei dem gibt es aber noch was. Erstmal gucke ich mal. Okay, nee, ich habe nicht die Auswahl. Ich muss zu dem hier. Okay, und will ich nochmal die Axt an?
Warum nicht? Dann haben wir jetzt eben Max. Mit der kann man auch zwei Sachen machen. Also einmal hier auf X kann man so hacken. Und man kann sie werfen mit Heb und die kommt immer zurück. Und die macht zweimal Schaden. Einmal, wenn man sie hinwirft und wenn sie wieder zurückkommt. Also so eine Art Boomerang halt. Ich muss das sogar gleich austesten. Ich will dringend, dass man einen Job. Obwohl, ich muss ja. So, das war erstmal in das Level wieder zurück. Also von daher. Das ist ja, glaube ich, glaub, das ist schlecht auszubringen. Ich kann es mal zeigen, aber einen Gegner zu töten da, wohin ich jetzt hingehen werde, zwar nicht dahin, sondern in das Level hier wieder zurück. Ja, und ich merke schon, da muss ich wieder ein bisschen abwechseln, ein bisschen mehr labern als sonst. Natürlich übertreiben. Und zwar erstmal in das Level wieder zurück hinein. Enchanted Earth. Weil, wie gesagt, da gibt es noch einen zweiten Weg. Ein zweites Level. Im Level. Ja, wie man sieht, die macht einfach einen Schaden. Alter, wie typisch da. Okay, das ist alles hier. Ja, die ist schon ein bisschen praktisch, würde ich mal sagen. So, müssen wir hier jetzt den Hexentalisman. Mini Fortescue in Mini-Version. The Ant Caves. Und zwar hier der Typ, der hat direkt was zu sagen. Wie man schon gehört hat, und die Gegner hier in der Level sind, glaub's oder glaub's nicht, Ameisen. Ja, hier brauchen wir den Hammer am besten in dem Level. Und zwar, wie man sieht, Ameisen. Oh. Was? Ich ja nicht, was soll ich.
Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Und hat dazu noch eine komische Stimme irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es so komisch. Ja, und wie man schon gehört hat, es geht um Dunkelheit. So wie man es hier bekommt. Denn sorry, ist es nur die Keule. Aber wir haben ja den Hammer. This magic portal was crafted by the fire race. Appears to have been created to prevent something escaping from the tunnels below. Also hier die Feen haben dieses Portal gemacht und das Portal soll dazu da sein, dass also von unten hier nichts, also hier von hier unten nichts hier rauskommt. Und wenn man schon die Symbole auf dem Portal so ihn geachtet hat, kann man sehen, wer jetzt hier kommt. Zu was jetzt hier kommt. Ameisen. Die sind aber eigentlich. Ja. Das ist ein Sinn, weil die kommen endlos wieder. Also von daher. Was sollen sie gehen auf die Nerven? Gerade irgendwo. Und zwar. Müssen wir einmal hier die Kollegen mit rein. Carrie. Eine gefundene Pflanze ist. Ich bin eingesperrt. Okay, ich bin weg. Und die Relikte hier muss man auch einsammeln. Ein eingesammelt, sechs noch übrig. Und von anderen sind noch 100 übrig von den Feen. Das heißt also ein kleines bisschen suchen hier. Dass du nicht lebst. Kannst du nicht noch gesehen? Lol. Da kam jetzt die Kugel her, das war bloß noch nie so, dass die Kugel baut. Okay, hier ist schon jemand für Hilfe. Da. Zwei. Hier ist es noch hier. Hier einmal nach rechts. Nee, hier war ich ja schon. Glaube ich schon eben befreit. Dann hier links. Vielleicht ist es ein bisschen wie ein Labyrinth. Das ist hier so ein Labyrinth. Die haben auch ein bisschen ein episches Geräusch. Epischen Sound irgendwie. So. Ja, wenn wir sich jetzt keine drin, die hört man meistens so lange nicht.
Also wenn man in der Nähe ist, wird man sich meistens rufen. Was ist das denn? Ich glaube, da hängen was, was auch immer. Warte, wo bin ich jetzt gekommen? Wo bin ich gegangen? Bin hier immer auf 5 oder war ich jetzt hier irgendwie von? Ja, das ist so. Wie gesagt, so ein kleines bisschen wie ein Labyrinth hier. Oh ne, wahrscheinlich. Okay, manche von denen geben auch Geld. Diesen Hof oder was auch immer das denn soll. Auch ein Lebensbrunnen. Nein. Was ist das mal, was an der Wand da? Gott, was ist das? Ach du Heiliger. Und ich laufe jetzt gerade einfach irgendwo hin. Alter, ich hab hier am Arsch kleben. Gib mir, ich hab irgendwie am Arsch. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich bin aber schon richtig auf dem Lebenslauf. Das ist schon ein bisschen Schleim. Gott, wie weit? War schon weg mit denen. Ich weiß noch wirklich von denen. Da sind wir noch so verpackt. Da sind sie noch verewigt. Ach, da hinten ist noch einer. Zwei noch wirklich. Hier runter gehe ich jetzt erstmal nicht. Und dann bin ich ganz angerufen, muss das sein. So, okay. Ich glaube, sie hat es gesehen. Übrigens, der Resident Evil Teaser Trailer, also der Resident Evil 2 Remake Teaser, ist schon auf YouTube. Ich habe mir schon angeschaut. Ich dachte nur so, alle. Das sieht ja mal geil aus. Nur das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war und wo nicht.
glaube, das ist hier schon mal da. Also, beziehungsweise, ich glaube, eben noch schon mal, oder? Ich bin so nochmal zurückgelaufen. Ja, Tatsache, ich bin wieder zurückgelaufen. Ach, übrigens, hier haben wir gerade noch einen Job. Ne? Jetzt muss ich doch noch mal. Nein, da muss ich nicht. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen scheiße, das weiß ich nicht. Da soll ich jetzt nämlich nur nicht runter. Jetzt muss ich rein. Gerade mal aufgeladen. Würde ich mal sagen, geht's in der Hoffnung wieder zurück, dass ich noch die restlichen finde. Also die restlichen fehlenden Waffen. Hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts. Ja, ich hab mit der Pizza gesagt, Ameisen, mein Gott. Das wird also nervig, mein Gott. Zwei Fehlen noch von denen. Und dafür fehlt mir noch eine. Okay, ich hoffe, das ist nice. Ich weiß nicht, ob ich das wieder nicht mitkriegen. Oh, was da? Oh, noch ein extra reingeöffnet. Den sieht aber irgendwie nicht einfach heil nach dem Ding. Boah, ist nur was einiges los. Es fehlt mir auch einer von diesen komischen Artefakten da. Oder zwei, glaube ich, sogar. Die habe ich damals ein bisschen später mit dem Glück gefunden, jetzt kriege ich keines von denen mehr. Dann geht's wieder in die große, in den großen Tunnel. Erstmal sieht man hier gerade aus. Bin schon hier gerade aus. Erstmals. Okay, da hinten liegt auf jeden Fall noch Gold. Das ist ja eigentlich auch noch nicht alles los. Ich immer durch die Gegend springen. So, da hoffen wir, dass ich wieder an den Lager.
Dunkel macht den Erfolg, glaube ich. Oder? Ja, zwei Filme noch. Zwei von diesen Filmen noch. Dafür beides gibt es meine Belohnungen. Noch hier oben noch gucken will. Das ist hier fünf noch drin. Die sind eigentlich so ein Gegner. Darf nicht stoppen. Bestimmt doch irgendwo was abgepackt sein. Ganz am Anfang, wo ich übersehen habe. Wieso haben wir noch den Link? Hier unten war ich schon. Hier ist man noch in der Rechtsgruppe. Wo wohl der gute Weg geführt wird. Ganz anderen Abfall. Ich habe es tatsächlich ganz bis zum Aufwand geschafft. Das ist müssen wir aber nur durchgucken. Wie ist hier erstmal noch? Richtig? Ah, hier ist es ja auch. Das ist jetzt noch was. Was? Guck mal, was wir hier gefunden haben. Das ist anscheinend noch nicht hier, aber. Sollen wir es nicht hier? Eins fehlt mir irgendwo, ja. Nur jetzt
Büro. Frage ist, wo ist der nächste jetzt? Wo ist der letzte? Weiß nicht, wie war eben. Ich weiß nicht, wie ich mir hier das Spiel lösen kann. Ob ich da vielleicht irgendwo an dran komme. Ja, zu einer Wegzeigung. Das denke ich hier einmal runter und dann geradeaus. Aber die kleben ja alle hier am Arsch gerade wieder. LOL? Na, woher kommt das jetzt her? Nur noch einmal. Ja, weiß. Okay. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Wo kommt das jetzt her? War das denn? Kann ich da auch wieder so ein. Ah, ja, das sind auch nervige Gegner. Da sind wir hier wirklich zum Teil in diesen komischen Fingern doch versteckt. Gute Frage, nächste Frage, wo ist jetzt das Ende nochmal? Glaube, einmal muss ich hier weiter. Wenn wir hier dann links, würde ich sagen. Mein Gott, das ist nervig. Ich glaube, das ist die nächste Art von nervigen Gegnern im Spiel. Ich will hier langlaufen. Also der haben wir auch. Dann auch was gemacht. Und dann geht's hier runter. Und jetzt zur Ameisenkönigin. Mein Gott, jetzt stirbt doch mal ein.
Was kommt da wirklich nur das Thema aus? Also würde ich nur so sagen. Ja, komm, das ist noch nicht. Fuck, ist das Speer ohne zu laufen. Ich kann mir gar So, und das war's jetzt. Mit der Ameisenkönigin. Und dann geht sie hinunter. Reserve chicken dropstick. Leider hell, Hall of Heroes. Wie gesagt, im einen Level, also was heißt das im einen Level 2, das ist eigentlich ein so separates Level. Und zwar, wir haben jetzt die Hühnerkeulen. Die sind eigentlich auch sehr nützlich, aber die benutze ich lieber beim Boss oder so. Weil wenn man die auf den Gegner schmeißt, sind sie so halt an einem Gegner dran und explodieren dann. Das magische Schwert, gewinnt das magische Schwert, gewinnt das magische Schwert, magisches Schwert, magisches Schwert. Magisches Schwert. Würde das unbedingt haben, das ist so ein gutes Schwert. Aber dann hier nochmal Leben. Ich höre mal alles an. Ich höre mir alles an. Boah, was sagt der eigentlich hier und das hier? By how much do you stand in front of the same Schwert as an award speaker? Also ja, dass man einfach sich nur vor den Stapel hinstellen soll. Dass sie da mit uns reden. Da sagst du das eigentlich nicht.
jetzt noch aus der Halle der Helden. Was sagt ihr das jetzt? 23:14 Uhr, ja, komm, ist noch 23:14 Uhr, glaube ich, noch. Oh yeah. Jetzt fragt ihr mich nicht, ich speichere mir. Hallo? Natürlich speichere ich noch ab. Nehmen wir selber ab. Ja, wir haben schon 12 Schienkälte mittlerweile. Wow. Und der ich hab das immer so Casper gesagt. Pools of the Ancient Dead. Pool des antiken Todes. Und zwar hier gibt es noch eine weitere Besonderheit.